Hey, da sind wir schon wieder. Alter, wie die Zeit vergeht, es ist schon wieder Freitag. Meine Fresse, Freitag? Habt ihr was Wochenende irgendwas geplant? Habt ihr irgendwas vor? Habt ihr euch mal wieder vorgenommen, auch jetzt ist das Wetter wieder scheiße geworden, ist ein ungünstiger Zeitpunkt zu fragen, aber habt ihr euch einfach mal vorgenommen, am Wochenende vielleicht mal irgendwie wieder was zu machen, wie zum Beispiel eine andere Stadt zu besuchen oder in den Centerpark zu fahren? Oder mal richtig auf den Putz zu hauen. In den Heidepark, der Walle will immer in Clubs gehen, ich will immer in irgendwelche Vergnügungsparks gehen. Gar nicht. Na klar. Wir waren, glaube ich, vor 80 Jahren das letzte Mal im Vergnügungspark zusammen. Ja, deswegen ja. Außer in diesem einen Bordell in Hamburg. Na, ist doch Spaß. Da bin ich raus. So, nee, wir wollten aber mal ins Phantasialand oder das heißt. Nee, wollten wir gerne. Also wir gehen ja auch gerne in Vergnügungsparks. Das letzte Mal, als wir eigentlich so richtig geil Achterbahn und sowas gefahren sind, war in Las Vegas. Das stimmt. Da auf diesem Ding oben drauf. Das stimmt. Super, das war Homies Video, kann man sich auch reinziehen. Das war voll lustig. Geil. Hat das richtig Spaß lustig. Gemacht. Da war nichts los. Wir konnten die ganze Zeit, ich will noch mal. Und dann irgendwie 1000 Meter Höhen gefühlt, Alter, mit Höhenangst, das war natürlich, aber man muss sagen, dadurch bekämpft man tatsächlich seine Höhenangst, also aus eigener Erfahrung, wenn ihr sowas mal macht, wenn ihr die Gelegenheit habt, geht mal eine Achterbahn irgendwo auf Hochhäusern, das macht Spaß, aber was macht ihr am Wochenende? Ganz kurz, ich schaue mal eben auf Twitter ein bisschen rum. Ja, und für die Leute ganz kurze Informationen, die das vielleicht gerade nicht mitbekommen haben, wir spielen heute den Turmbau zu Babel und da wird nochmal eingeblendet, lptlive.de. Vielleicht hat die Seite momentan ein paar Schwierigkeiten, ein paar Downtimes, weil sich zu viele Leute anmelden, dann einfach nachher nochmal probieren. Ja, sollen sich bitte nochmal die Leute, die ganz schnell waren und sich schon am Anfang registriert haben, einfach nochmal registrieren. Normalerweise wird es angezeigt, wenn man sich doppelt registriert, aber hier sind ein paar, glaube ich, am Anfang nicht registriert worden. Okay, ja, dann müssen wir das nochmal machen. Skaten gehen steht hier, Englisch lernen, Feiern gehen, zum Friseur, geil gemacht. Zum Hausaufgaben, gehen. Muss arbeiten leider, das tut mir natürlich leid, ich gehe morgen shoppen, Wochenende zocken wie immer. Ich gehe ins Kino. In welchen Film? Welche Filme laufen gerade? Möbel kaufen. Jetzt läuft doch gerade Gravity oder so, ne? Dann wollte ich mir auch mal reinziehen. Der soll geil sein, ne? Heidepark Community Treffen. Oh, Pokémon. Ah, dann Heidepark Community Treffen? Der arme Heidepark, Alter, der wäre doch. Dann lieber im Phantasialand. Da kenne ich den Talokan, bin der Pro Mystery Castle und der Black Mamba. Das ist geil. Phantasialand ist echt geil, wenn das. Ich war da noch nie. An so einem Montag am besten, wo nichts los ist, keine Ferien, gar nichts. Am besten Montag irgendwie ins Phantasialand und dann einfach nicht mehr aufhören zu radeln. Supergeil. Supergeil. Und dann 15 Mal Black Mamba. Nachher kommst du. Ich weiß nicht. Nee, auf jeden Fall, Turmbau zu Babel. Und es gibt noch eine kleine Marktforschung. Ich habe es ja schon bei mir auf dem Facebook-Profil gepostet, dass wir da so eine kleine Marktforschung gestartet haben. Das ist bei mir im Posting drin. Haben wir die Links? Genau, die Links sind auf jeden Fall, ihr seht das auch gerade, ihr guckt ja LPT live, ne? Und dann seht ihr ja unten da immer, wo der Chat auch ist und so, da seht ihr hier Umfrage, bla bla bla, ja, direkt da drunter unter dem Video gerade, was ihr gerade schaut. Ich bin gerade mal auf deiner Seite. Hast du das schon mal auf meiner Facebook-Seite? Habe ich schon gepostet. Hast du das schon auf der LPT-Seite gepostet? Nee, habe ich noch nicht. Ich teile das da gerade einfach mal, ja? Okay, teile euch mal, das ist gar kein Problem. Dann seht ihr den Link auch noch auf der LPT-Seite. So. Das Ding ist halt, ihr müsst da nicht mitmachen, wenn ihr keinen Bock habt. Ganz easy. Wir hatten ja die letzte Umfrage zur Sendung vor ungefähr anderthalb Jahren. Und damit wir das Programm ein bisschen verbessern können, vielleicht noch ein bisschen optimieren können, wir lernen ja auch noch dazu, haben wir einfach eine kleine Umfrage gestartet, wo ihr dann ein bisschen Feedback hinterlassen könnt, vielleicht auch, was ihr gerne noch sehen würdet, was ihr gerne noch haben wollen würdet in dieser Sendung. Ja, und da könnt ihr uns natürlich, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne und euer Feedback hinterlassen. So, und wir machen jetzt heute weiter mit einem guten Freund. Wir meine gute Freunde, ich habe einen guten Freund, die Sergeant Rumpel. Bitte, Sergeant Rumpel, kommen Sie doch langsam, aber sicher mal dieses schöne Studio. Es wäre mir eine Ehre. Ich kenne diesen Mann. Der kommt von Kreta gerade, hat tolle Sachen mitgebracht. Ich bin begeistert. Und er hat auch den griechischen Staat unterstützt mit seiner Anwesenheit. Komm an meine männliche Busen. Komm. Ah, Rumpel, wie geht es dir? Mein guter Freund. Ja, aber noch gar nicht. Den kenn ich doch. Den guten Freund. Rumpi, Sollen wir uns da rüber begeben? Setz dich doch, komm rein. Ich setze mich hier ganz gemütlich hier. Ich dachte, was 3DS zu essen? Ja, ich habe das jetzt hier so stylisch in eine Wii-Tüte gepackt. Und hier, ich konnte natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, weil ich konnte ja meinen Koffer jetzt nicht total vollpacken. Und ich glaube, es gibt auch so Einreisebestimmungen innerhalb der EU. Hast du tote Tiere da drin? Ja, genau. Let's Eat bei Super Homies, ganz klar, kommen wir super an bei euch. Und dann die Kamera ist hier gut eingestellt. Ein bisschen ducken hier. Komm, ich saß hier da. Oder habt ihr noch Platz auf der Seite? Ja, natürlich. Ich habe Aufmerksamkeitsdefizite. So, also, wir bleiben jetzt einfach mal so. Ich glaube, jetzt sehen wir...
sehen wir nichts mehr. Nee, das ist nicht gut. Ich glaube, ich sehe nur die Tischkante zum Monitor irgendwie. Ah, ist gemütlich so. Ihr müsst mal vorbeikommen, hier Probe. Ah, nee, darf man ja jetzt nicht mehr vorbeikommen. Aber generell Probe liegen ist immer schön hier einfach. So, nee, wir essen. So war auch mein Forschungsgespräch hier übrigens. Ich komme gar nicht mehr hoch. Ey. So, wir wollen von salzig zu. Salzig zu süß, ja, ist immer besser als also erst dann, Achsel, ne? Lecken und dann Bonbon. Ja. So, hast also auch diese Achsel jetzt mitgebracht? Das ist natürlich klar, sowas muss immer dabei geil. Sein. Ey, das ist aber, sieht was aber lecker ist das denn? Aus. Ja, das Oliven. Ach, Oliven. Ja, Oliven und getrocknete Tomaten. Original Oliven und hier kann man auch hier schön sehen. Oliven. Das sind alles Oliven. Okay. Ja, das sind alles Oliven, die sind mit irgendwelchen Sachen noch garniert. Und hier sieht man... Nee, ich bin aufgeschlossen. Ganz ehrlich, Oliven, ich mochte früher keine Oliven, ich fand die widerlich. Ja. Aber die sind heutzutage so lecker. Heutzutage mag ich super gerne Oliven. Also nicht bei allen Sachen, aber so einfach mal. Magst du das mal Oliven aufmachen hier? Ja, ganz klar, mache ich doch hier, sehr gerne. Nee, man muss echt sagen, also die... Warte, ich glaube, ich krieg das so aufgerissen. Oder nicht? Soll ich das komm, lieber nicht. Man muss echt sagen, ja. Ich habe in Griechenland selten so schmackhafte Natur ja, das kann ich mir Sekt gegessen. Ja. Ja. Also ich... Also, nee. als ich in Griechenland war... Dass du immer darauf kommen. Warum eigentlich? Ich glaube, du musst mal deine DVD-Sammlung verändern. Du musst deine DVD-Sammlung ändern. Nee, als ich in Griechenland war, ich war ja auch mal auf Griechenland, war einer der langweiligen Urlaube meines Lebens, muss ich leider sagen. Aber ich war auf so einer Insel, erst war ich ja auf Mykonos. Mykonos, ja, das war ja auch mal interessant, da, das noch, da geht die Party ab. Ich war auch jünger, habe ich ja mal erzählt, auch kurz angeschnitten. Hast du sexuell dich neu orientiert oder hast du mal ausprobiert oder was hast du gemacht? Ich war auf Tyn. Mykonos kann man gut Party machen. Ist zwar sehr viele Schwule, klar, aber da gibt ist ja auch so eine sehr gute Partyinsel. Aber macht man hier so ein bisschen was raus, oder? Warum? Das reicht doch für uns jetzt. Okay. Packen das mal hier hin, da kann man mit dem R2D2 mal hinfahren. Paff! So sieht das aus. Das ganz ist das erste. Pass mal auf, ich zeig das mal ganz kurz. Das sieht ein bisschen aus wie Ziegenhoden, getrocknete und Weintrauben von außen. Ja, nee, aber man weiß nicht, was ist. Auf Tynos, das ist eine Insel in der Nähe von Mykonos, und da war es so, da bist du noch so richtig zu urigen Griechen gegangen, die so Bauern einfach, die halt eine kleine Taverne hatten. Und die haben alles, was du da gegessen hast, selber angebaut. Hatten die arschfreie Lederhosen an? Ich will doch in DVD-Sammlung. Nein, Mykonos, Alter. Nicht mal ernst über Kultur reden. Ich nehme mal so eine grüne erstmal. Ich nehme die schwarze. Ich nehme eine grüne auf jeden Fall. Ich nehme so eine verschrumpelte. Das ist doch keine schwarze, das ist rot. Verschrumpelt. Mm, geil. Mm. Wir sind auch entlang gefahren an den Straßen, sind teilweise einfach Stände mit Wassermelonen oder so. Und die schmecken so gut. Geil. Mm. Da hast du eingelegt in irgendwas, ne? Ja, du bist jetzt auch in das Alter gekommen, wo man Oliven mag. Ja, ohne Scheiß, ich mochte früher keine Oliven. Seit 3-4 Jahren feiere ich die ab. Wenn ich Bringdienstsalate bestelle und da sind Oliven drin, dann schmecken die immer scheiße. Na, ist aber, ich weiß, aber die schmecken echt. Geht es euch nicht auch so, dass es im Ausland immer ein bisschen besser schmeckt, als wenn man das gleiche hier zu Hause isst? Ja, ist wirklich sogar noch so. Eine, weil es so gut ist. Also es ist vielleicht psychologisch, aber ist irgendwie so, ne? Nee. Boah, ich wollte auch noch eine grüne. So, ich bin erstaunt und erfreut gleichermaßen. Ich dachte, ich kotze euch jetzt hier den ganzen Tisch voll. Und nee, das ihr müsst kommt dann noch. Probieren. Das kommt noch, Gronkh. Das kommt noch. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ach so, aber vielleicht sollten wir hier in meiner tollen Tüte. Nee, das war gut. Sehr lecker. Danke an Griechenland für diese tollen Oliven und das Olivenöl. Und wir wissen ja, dass viele Griechen, die jeden Tag Olivenöl und sowas... Nee, was ist das denn? Kleiner das bescheuert? Alter, wir können doch kein Uso hier wegballern. Da bin ich dabei. Komm her. Ja, mal. Haben wir keine Gläser? Nee, haben wir leider jetzt nicht. Wir haben keine kleinen Gläser. Das ist aber die Uso. Wir nehmen meine gute Freunde. Hier, das wird eine interessante Sendung heute. So? Ah, das ist der für meine schlechten Freunde übrigens. Das ist nicht der Uso 12, sondern der Knossos. Genau, das ist der Knossos. Weil Knossos ist ja der Tempel, der auf Kreta so berühmt von ist. Von wem ist das ein Tempel? Ich meine, da Jürgen ist diese, Knossos. Nee, auf Knossos und in der Umgebung, da ist diese ganze Minotauren-Sage entstanden. Ah, okay, ach, cool. Mit dem Stiermenschen. Genau. Minotaur und Stiermenschen, kennt ja der Mann mit dem Hörner. Der übrigens so. Ja, dass in der griechischen Mythologie tatsächlich beschrieben wird, wie sich diese Frau, die sich in einen Stier verwandelt hat, verliebt hat. Labyrinth hat damit auch was zu tun. Genau, das Labyrinth von Minotauren. Aber diese Frau hat sich tatsächlich ein Gestell gebaut, wo das eine Kuh ist, wo sie reingehen konnte, damit der Stier sie dann bestehen kann. Das wird in der griechischen Mythologie beschrieben. Ja, der Stier ist halt ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Also nicht der Fruchtbarkeit, sondern der Männlichkeit. Der Potenz. Ja, genau. Warum erinnert mich das gerade an Katharina die Große? Mit dem Pferd ist aber ein Mythos, das stimmt. Ja, klar. Die wurde an zwei Hälften zerrissen, als sie... Ja, angeblich wurde ihnen angeblich. So, lass es weiter essen. Naja. Ja gut, ihr redet über Stierflügel. Ganz ehrlich. Diese hier, die
Die das sind sieht zwar gut aus. Cheetos. Sehen, ah, das sind Cheetos, die kenne ich doch. Ja, aber die gab es in Griechenland total häufig. Ich habe die das erste Mal so wirklich mitgekriegt. Als ich die früher mal gegessen habe bei Doom, ne, habe ich die ganze Zeit Cheats eingegeben. IDKFA, IDDQD und so. Oh, Alter. Auf jeden Fall sind die nämlich eigentlich ganz geil. Weil die nämlich hier. Du benutzt die Tüten immer zum Klebstoff. Ey, die darfst das nicht ist dein essen, Geheimnis. Du bist voll der Cheater in Games. Hier, kann man mal zeigen. Die sind nämlich eigentlich so Pommes. Ich leg dir jetzt einfach mal hier. Boah, so, ich will so eine Pommes so haben. Und die sind total lecker, weil die geil, so. Geil, ich kann mir vorstellen. Du hast ja nur gute Sachen mitgebracht. Cool. Ja. Mmh. Alter, die sind ja Hammer. Die sind total geil. Die schmecken total gut. Ich hab die wecke. Ober. Nur so Käse. Ober. Mit Käse. Mit Käse. Cheetos hätte man beinahe gedacht. Hat eigentlich jemand von euch zu Hause Hunger gerade? Ja, lecker. Ja. War voll gut. Weil brauchen wir gar nicht. Ich hatte ja Angst, dass das irgendwie alles zerbröselt wird, aber es hat alles sehr gut überstanden, das Flugzeug. Ich musste gerade eine Tüte Essen aus Thailand wegwerfen, die ich noch zu Hause hatte, und das sah aber so ekelhaft aus. Selbst wenn es geschimmelt hätte, es hätte noch leckerer ausgesehen hinterher. Sieht voll lecker aus. Ich habe Hunger, bitte nicht. Ich esse auch gerade. Doch, schmeckt man kann mal da, hier sehen wir schon ein Foto bei Sarazar, wir mal umschalten. Ja, ja, genau. Kann man vielleicht auch mal im Vollbild zeigen. Ist das dein Hotel? Und das ist auf der Südküste, Falasarna. Ja. Ein wunderschöner Strand, der aber tatsächlich relativ hohen Wellengang hat, aber deshalb trotzdem sehr nett ist. Also ich muss ja sagen, das ist geil an Griechenland und, ich komme mal wieder rüber zu euch, an Griechenland und der Türkei, dass du halt im Herbst da wirklich noch einen tollen Urlaub verbringen kannst. Super, ja, super geil. Eigentlich die perfekte Saison. Also ich war auch schon dreimal in der Türkei im Herbst. Kaum Leute da. Und du kannst da einfach richtig gut chillen. So. Also, und das Wasser ist noch warm, das Wetter ist nicht zu heiß. Im Sommer ist da eigentlich auch fast schon unerträglich heiß. Also ich war echt oft baden. Ich war auch schnorcheln und so weiter. Super. Ja, ich sehe gerade, du hast auch eine neue Freundin gefunden. Nee, ich habe dich getroffen. Ach komm, der weiß. Dein Vater ist da. Vater, Alter, der sieht doch da am Bart, dass das dein Vater ist. Nee, der hat abrasiert tatsächlich. Ja, kann man mal das nächste Foto auch noch mal das zeigen? Das sieht aus wie dein Brusthaar. Das fand ich auch sehr cool. Dass, die Griechen haben da, das gibt es ja in häufigen, in ja, mehreren Norwegen Ländern. Gibt es auch zum genau. Beispiel. Griechkästen. Ein Brief. Griechkästen. Griechkästen? Ja, das ist irgendwie so, dass der Postbote nicht so weit laufen muss, sondern alles irgendwie direkt dort. Das ist eigentlich cool. Find ich super. Also, du scheinst aber begeistert von deiner Reise zu sein, oder? Also, boah, Sesam! Ja, cool. Das hier, das passt zu dem nächsten Foto. Das hier und diese Packung hier. Was ist das nächste? Ah, nee, das stimmt noch gar nicht. Das habe ich jetzt verkehrt gemacht. Ich dachte, du hast die selber angebaut. Das hier sind die Wasserleitungen. Das sind die Wasserleitungen, die Felder besprenkeln. Und das sieht ziemlich chaotisch aus, weil jeder Bauer sich da irgendwie dran... dran geht und diese kleinen Wasseruhren. Guck mal, wo der Walle ja dran geht. Der hat auch so eine eigene Besprenkelungsanlage hier in der Hand. Der versucht sich mal am. Und der ist ein, aber ein, du kannst den ja, diesen Uso kann man ja auch gut trinken, auch als Raki bekannt in der Türkei. Mhm. Und du kannst ja gut mit Wasser trinken. Dann färbt er sich sogar in. Das ist sehr interessant bei dem Getränk. Wenn du den mit Wasser mischt, färbt er sich so milchig. Das weiß ich nicht, ob das auch bei dem so ist. Ich bin ja nicht so der Spezialist, was Alkohol angeht. Ich tippe mal drauf. Guckt da gerade keiner. Die Kamera ist ja auf euch, da kann ich mal nippen. Jetzt. Hey! Ja, das säuft man nicht weg, das ist halt echt ein Getränk. Eigentlich wäre das ein Digestive für danach. Ja, das ist ein Rachenputzer. Halt, genau, einfach. Das ist so ein schöner. Ein Rachenputzer. Oder halt ein Aperitif, das kann man machen. Zum Wohl. Ja. So, liebe Kinder zu Hause, ne, die noch nicht trinken dürfen, das ist natürlich nur ein Schluck Wasser. Boah, mir läuft gerade die Suppe im Maul zusammen. Das ist aber ganz lecker. Willst du mal lecker. Hier so. Der wärmt auch schön. Ja. Oh, sehr gerne. So. Das hier ist, ich glaube, das kommt jetzt das nächste Foto, genau, das sehe ich da auch schon. Ach, das kann Frauen man mal zeigen, das ist in der Bäckerei Boah. Gewesen, die ich da gefunden habe. Und die haben total geil, Mega. Hier sieht man mal Hammer. Auf dem Foto so kleine Viecher gemacht aus den, also so gebacken. Also total aufwendig. Und im nächsten Foto sieht man die ganze Bäckerei, wo auch der Opa, der das Ganze gemacht hat, da so rumgelaufen ist. Und wir haben da eingekauft und das ist echt lecker gewesen, Alter, was die da gemacht haben. Ist das lecker gerade. Ich schwöre, das ist mit eins der besten Sachen, die ich jemals beim Let's Eat gegessen habe. Ja, ohne Scheiß, wenn man mit dir ist, super. Das Let's Eat voll gut. Wir kaufen immer alles immer ein, was extra besonders ekelig ist. Na, kommt noch. Mhm. Na so. Oh. Ja, aber hier diese Dinger Sesam, ich glaube, das sind das Mandeln. Mhm. Sind aber Mandeln mit so einer Sesamglasur, so ein bisschen süß. Sehr, sehr lecker. Gebrannte Mandeln mit Sesam, könnte genau, man fast sagen. Sehr geil. Also, sorry, da muss noch mal ein paar, also ganz ehrlich. Ein bisschen wie die Mandeln auf der Kirmes, aber dazu noch mit dem Sesamflow. Geil. So, und jetzt könnt ihr mal vorlesen, wie das heißt. Okay. Achso. Das heißt. Dai Dai Toi Steki Arapiko Kina. Ja, man muss natürlich Griechisch so ein bisschen lesen können.
Also weil ein bisschen an Kyrillisch angelehnt. Ja, die haben ja auch eine eigene Schrift, die Griechen. Genau, die eigene Schrift. Und vor allen Dingen, was halt total crazy ist, was ich leider jetzt nicht als Foto so richtig zeigen konnte, die irgendwie sind die gesamten Schilder, also Ortsschilder und so weiter, übersprüht oder zugeklebt. Das ist natürlich für Touristen total der Horror. Geil. Zu ärgern. Weil du, ja, weil du überhaupt gar nichts... Habe ich auch, den Iren machen das auch. Die vertauschen teilweise komplette Ortsschilder oder ja. Straßenschilder, damit die Engländer sich verfahren, die nach Irland kommen. Also das ist schon geil. Echt, das haben die irgendwie als Sport da gemacht. Genau, das Foto ist auch schön. Das habe ich bei so einer Gebirgstaverne. Wir sind da durchs Gebirge gefahren. Das war deine Ex? Hat die mit den Zöpfen. Aber ein krasses Geweih. Ey, ein ganz krasses Geweih, muss ich einfach mal sagen. Also boah, ja. Sehr schön. Ganz ehrlich, mal eine ganz kurze Frage, so abseits vom Thema. Hast du was durch diese politischen Unruhen, hast du was mitbekommen auf Kreta oder merkt man da gar nichts von den Touristen? Ich meine, das ist auf den Inseln, ist das wirklich, man muss sich das so vorstellen, obwohl Kreta eine riesig große Insel ist. Guck mal, das ist ein kleiner Gast hier. Ja. Obwohl Kreta eine riesig große Insel ist, ist das echt total ländlich da und das ist total ruhig und das ist total, auch in den Großstädten, also die Großstädte, die da, Chania und Heraklion, das sind beides nicht vergleichbar mit Köln oder was weiß ich, das sind wirklich kleinere Städte und die Leute sind total relaxed da und total nett, auch gegenüber den Deutschen, also wir waren ja da multikulturell unterwegs und dann hieß es immer, ja, woher kommst du und wo kommst du und dann kam ich halt irgendwie, ja, ich bin aus Deutschland und einmal hat einer gesagt, naja, man kann halt nicht perfekt sein. Ja, ja. aber muss ja auch sagen, ey, die Deutschen jetzt in Griechenland auch nicht ganz so gut. Ja, ja, ja. Weil die halt im Prinzip gerade Griechenland dabei sind, zum Teil zu kaufen. Ja. Ja? Und das ist natürlich nicht so gern gesehen. Und zwar entsteht ja auch durch die Deutschen bzw. durch die EU der Druck auf die Griechen. Das wissen wir alle. Ist das in der Presse. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Was sind das für Kekse? Ganz kurz, ja, ist das euer Hotel da oben? Das ist, ja genau, das war mein, das oder zweite Bungalow Haus, davon, ne? Das zweite Haus, wo das wir gewohnt zweite haben. Haus? Oh, ja, die feine Herrschaft. Das kann man im Foto nochmal zeigen. Hast du da alleine gewohnt? Mhm. Das hast du gekauft von einem fürstlichen Regisseur gehalten. Genau. Aber das war echt nice, es hatte Meerblick, also das war echt schön. Wunderbar. Das war ein Meer, das ist ein Pool, guck da mal genau hin. Ach verdammt, man hat mich reingelegt. Und hast du da nicht am Ende gedacht, einfach, hey, ich will da bleiben? Ja, klar. Also ganz ehrlich, bei so einem Obwohl, also einmal, eines Morgens war das, 8 Uhr morgens, bin ich im Bett gelegen, habe mich so umgedreht und man ist ja so im Halbschlaf und macht mal kurz so die Augen auf und dann sehe ich halben Meter von mir entfernt an der Wand Skorpionen. Oh. Wie der da so einfach so sitzt und also da steht man erstmal senkrecht im Bett. Aber sowas hatte ich auch schon in Mallorca, muss ich ehrlich sagen. Aber viele von denen sind gar nicht so gefährlich. Also nee, also aber je kleiner, desto gefährlicher heißt es. Ne? Aber die sind schon in Mallorca muss ich mal eine lustige Geschichte erzählen, weil ich mit meinem Papa da, ja, waren wir in so einem Wald, es gibt ja auch in Mallorca, glaubt man, kommen größere Waldlandschaften. Und dann bin ich da rumgetingelt mit dem, mein Papa musste voll dringend pinkeln, ja. Der war halt echt, ich gehe jetzt an den Baum. Und dann hat er sich da an den Baum gestellt, pinkelt dagegen, auf einmal kommt da eine Schlange raus. Geil! Aus der Hose. Zweite, aus der Hose. Aus der Hose. Zweite Schlange. Sie zwar heiert. Hey, dich kenne ich doch. Dich kenne ich doch. Können wir uns sparen? Stand sich zwei Schlangen gegen was. Sache. Ja, mein Papa war noch nie so schnell mit dem Pinkeln fertig. Einfach der Schlange in den Hals. Da war ich noch ein kleiner Junge. Das ist schon ewig her, aber es war lustig. Ja, ich meine, in dem Moment muss man einfach Bear Grylls sein. Ne? Ja, ey, warum habt ihr eigentlich so kleine, also große Kekse? Ich weiß nicht. Wir probieren erst mal das. Ich habe das selbst auch noch nicht probiert. Das sieht aus wie Nüsse. Ich mich nicht. Ich hoffe, das ist keine Rosinen hier. Ich hoffe, das ist keine Rosine, aber. Nee, bitte sind nicht. Da Rosinen drin, hoffe ich. Nee, das sind Mandeln. Ich weiß, der Gronkh, der liebt Rosinen. Also jeder, der die Let's Eats bei Super Homies gesehen hat, der wird wissen, der Gronkh ist ein großer Rosinen-Fan. Mm, ist aber lecker. Mhm. Ich habe es selber auch noch nicht gegessen. Alter, Mandeln. Nussig. I like. Das Problem ist, auch ein bisschen heute einschmecken. Wir werden heute echt verwöhnt hier, ne? Vom Rumpi. Also, das ist ganz echt toll. Geil. Das ist echt geil, nur das Problem ist einfach, wenn ihr so alles durcheinander isst, irgendwann geht's nicht mehr. Aber warum kann auch lecker sein, aber... Du hast uns schon ein bisschen vermisst, ne? Ja. Hast du schon. Ja. So, lieber Gronkh, wir kommen mal zu den weniger... Weniger süßen, also ein bisschen mehr süße Sachen, aber noch nicht ganz süßen Sachen. Eingelegte Früchte, naja gut, aber die sehen dann noch einigermaßen erträglich aus. Aber geil. Sind das Gurken? Gurkenscheiben? Ich glaube, es sind Melonen. Oder sind das Leguane? Glaube ich echt Melonen. Hier, das sind auf jeden Fall Kiwis. Das sind gestreifte Leguane. Ja, das sind Froschaugen. Das habe ich ja gerade schon auf Facebook gepostet. Typisch Griechenland, Kiwis, die kommen nur ursprünglich aus Neuseeland.
Genau, also ich habe die auch noch nicht probiert, aber in Griechenland kann man wirklich getrocknete Früchte sich so in selbst in eigenen Mengen, also gibt es so ganze Böttiche voll. Toll! Und dann kann man sich die so nehmen. Großartig! Großartig! Genau sein Ding. Ne, Herakles? So, jetzt hat hier jeder eine Kiwi. Oh, ich krieg auch eine. Cool, danke. Oh, das riecht echt fast wie so ein Weingummi. Jetzt mal ganz ehrlich, das hat fast gar nichts mehr mit einer Kiwi zu tun. Das fühlt sich an wie eine Schuhsohle. Guck mal, mach mal so ein bisschen so. Das fühlt sich an wie eine Schuhsohle. Aber du bist auch so ein Fan von getrocknetem Obst, ne? Das ist mein Liebstes. Ich mag das eigentlich schon ganz gerne, vor allem im Müsli. Ach, ich finde aber, es schmeckt gut. Mm-mm. Nicht? Ihm schmeckt es nicht so. Schmeckt so ein bisschen wie Kiwi mit Waschmittel. Ja. Kiwi mit Waschmittel? Die überhaupt nicht nach Kiwi schmeckt. Das ist Persil. Persil? Aber das schmeckt nicht nach Kiwi, das schmeckt, schmeckt scheiße. Ich finde, es geht eigentlich. Ja, es geht. Also man kann es essen, man muss nicht sofort über sich übergeben. Dann werden wir mal die Melone probieren. Okay, jetzt fängt an hart zu werden. Ich esse sogar noch ein Stück. Nee, komm, ich esse mal ein Stück. Ich esse sogar noch ein Stück. Aber Hut ab, das sind ja getrocknete Früchte. Du bist ja ein riesen Fan von getrockneten Früchten. Ja, ich hasse sowas. Das sieht aus wie Gurke. Das sieht nicht aus wie Melone. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren, weil das da steht auch nichts drauf. Das ist doch keine Gurke. Guck mal die Schale an. Guck mal so eine Melone an, ey. Wenn mit so einer Melone zu Hause bei den Kindern ankommt. Das ist eine getrocknete Honigmelone, Alter. Ja, ich glaube auch. Honigmelone getrocknet. Sieht aus wie ein Adidas-Zeichen. Geht nicht ab. Doch, geht schon. Das ist ein Stück getrocknetes Melone. Guck mal, der Rand alleine da nee, unten. Nee, aber das ist irgendwas Zitrusmäßiges. Das ist keine Melone. Na gut, ich probiere das jetzt das mal. Das ist orange. Wahrscheinlich die Frucht. Eine Birne. Ist es eine Birne? Ja, ne? Ja, ich glaube ja. Es könnte tatsächlich eine Birne sein, wenn du das so hältst. Und was meinst du? Schmeckt wie Pappe. Ja, schmeckt also mit ganz aber hat schon einen sehr zitrusmäßigen Geschmack, ich, oder? Ich leg das mal kurz hier drauf, ja. Zitrus, ich leg das mal hier drauf und das tue ich hier rein und das Geilste waren bisher die Oliven. Und die Cheetos. Und der Uso. Und die Dinger da. Nee, das war echt geil bisher. Oh, was haben wir denn hier? Ah, mit Pistachios und Honig. Mit ja, das musst du mal reinhalten. Loco mit Pistazien und Honig. Ich zeig's Traditional Cretan, was ist das? Delight. Das ist wie das Türkisch Delight. Das hatten wir auch im Arabian Snacks. Die sind halt sich doch schon, auch wenn die Griechen und die Türken es nicht so gerne hören, weil da gab es ja mal zeitweise einen Zwist, sind sie ja sich traditionell von der Küche immerhin, schon ein bisschen also die Türken und die Griechen teilen sich eine Insel. Ich guck dir in den Beutel, und stelle fest, du bist ein Schleckermaul. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen die süßeren Sachen mit. Also wirklich, der Rumpel hat das noch sehr gnädig. Das ist sehr gleich. Ja, der macht mal spannender. Also das hier ist erstmal. Ich mach das mal auf. Ja, bin ich mal gespannt. Also es ist nichts Schlimmes dabei irgendwie. Zum Glück halb, aber ich dachte, ihr wollt nicht leiden sehen. Dass dich die Trockenfrüchte mehr schocken. Nee, ja, es schade, ging eigentlich. Die Kiwis sehen ja zum Glück noch frisch aus, nicht so, schade, nicht so ekelhaft. So lange geplant, das Ganze hier. Das hat ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Hättest du doch besser das Rot Rosinen geholt. Ach, ne. Am geilsten war, wo ich den Gronkh mal beim letzten verarscht habe, wo der gedacht hat, das wäre ein Schokokeks mit den Rosinen. Aber der ist es dann nachher aufgefallen, weil ich mich so bepisst. Weil ich krieg noch 5 Euro von dir. Warum? Ich habe am Glas genippt. Die habe ich dir gegeben. Ach ja, na gut. Ich dachte, ich kann noch was rausholen aus der Sache. Die habe ich dir noch in Dubai gegeben oder Abu Dhabi oder was. Wahrscheinlich war. Vor der Kamera. Weil das ist was Puderzucker, ist das oder? Oder boah, ist das Koks? Das diese Dinger, das hast du gegessen, du hast das Türkisch Delight gegessen. Einmal Let's Eat Arabian Snacks. Boah, ja. Du warst ein riesen Fan davon, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, wo ihr das hinhaben wollt, liebe Regie. Das sieht aus wie Hundekacke, die in der Sommersonne getrocknet ist. Unser griechischer Freund Costa hat uns das auch schon öfter angeboten. Wir haben ja Kumpel draus. Kennst du das, wenn Hunde im Park kacken und dann trocknet das in der Sonne und ist so weiß? Kennst du die Szene von Woody Allen, wo er mit dem Koks das macht? Nee. Wo er so eine Schachtel so wie Koks hat und dann riesen muss und alles verteuert überall. Hier so? Ja, sieht gut aus. Ey, du bist voll Julians Block. Ja, Prost oder was? Ja, Prost Mahlzeit. Also, ihr müsst euch auch noch die Nasen weiß machen, ey. Wieso? Ja, weil wir alle Kokser sind heute, seit heute. Ich hab schon. Nee, du musst das, glaube ich, das sieht man nicht. Du musst mehr da nehmen. Ich kann mir hier so. Hab ich schon. Jetzt hast du beim Bart. Du leckst das eher auf. So, ne? So? Nee, das hier nicht. Soll ich mal machen? Ich mach auch mal auf die Nasenspitze. Hier. Ich hatte jetzt sehr auch. Alter. Deine ganze Hose ist voll gemehlt ja, jetzt. Ja. Ach, scheiß drauf, Leute. Das ist doch mit Puderzucker. Hm? Ab rein damit. Ich kann das auch noch mit dem ganzen so. Ding hier machen, aber. Ich seh nichts mehr. Übrigens, du. Ich seh nichts mehr. Das Zeug. Was denn? Das Sofa ist voll, dein Arm ist voll. Alter. So, jetzt erst mir was, oder was? Ja, Prost, Prost. Wie alter Kokser hier. Schmeckt vor lauter Puder sogar nichts. Boah.
Warum haben wir eigentlich nichts zu trinken? Haben wir noch den Uso? Boah. Hm? Also das ist schon Abgang, fies. Im Abgang ist das echt mies. Boah, also ich hab das Bruder auf der Nase. Also Koks wäre nichts für mich. Oh. Alter, der Zucker zieht mir das ganze Gesicht zusammen. Boah, ich hab überall Bruder. Das ist süß, ne? Wie kann man denn davon eine Packung essen, Alter? Ich glaube, das wird geteilt unter Freunden. Eigentlich muss man das ganze Ding auch essen, aber dann muss ich kotzen. Für meine schlechte Freunde. Oh, nee, sorry. Was? Das kannst du nicht essen, aber das Trockenobst? Boah, das finde ich so widerlich. Das ist richtig widerlich. Ja, das ist Geschmackssache, ja. Ist aber wir können das nochmal kurz zeigen. Das ist traditionelles. Die von oben bis unten. Traditionelles. Also wenn du davon einen isst, dann hast du auch Diabetes. Automatisch. Leid. Alter. Ja. Also eigentlich schon was sehr Traditionelles. Ja, es ist heute eine sehr entspannte Freitagssendung. Es tut mir leid für alle, die jetzt auf die Games warten. Es dauert noch ein bisschen. Wir, ja, gleich, ja, wir fressen ja schneller. Das wird geil. So, wir haben jetzt eine geile erste Karte mal. Also. Wir haben jetzt weißes Nougat, Soft Nougat mit Orange. Oh, eine Note Orange. Das ist auf jeden Fall was Feines. Das ist was ganz Feines rausgesucht. So, hier, das kannst du mal aufmachen. Ist das eine Waffe? Ich glaube, im Brüsten sind da so Stücke abbrechen. Ich schneide das mal gerade so ein bisschen, weil das... Ich weiß nicht, ob das schneiden geht oder ob es nicht einfacher ist, abzubeißen einfach. Nee, ich mach zum Beispiel. Auf jeden Fall ist es schon immer sehr süß da in Kreta, ne? Also das ist so Honig mit... Kein Wunder, Rumpi, du bist ja auch da. Mhm. Oh. Jetzt mir direkt noch ein bisschen schlechter als vom Essen. Ach ja. Okay, der erste will. Oh, der Uso hier. Boah, das ist zum Glück zu. Meins. Alter, das klebt wie eine Uhu-Packung. Ja, ich glaube, das kannst du gar nicht abbrechen. Wie muss ich das gerade so ein bisschen schlachten? Ist noch nicht ganz tot. Das muss sieht echt fies aus. Ja. Prost, oder? Anstoß. Ich krieg nicht durch. Komm, du kennst die Hälfte von mir hier einfach. Oh, ich nehm das jetzt hier. Guck mal, geht doch. Okay, dann Prost. Ist aber sehr klebrig. Mhm. Ja, klebrig, aber erfrischend irgendwie, ja? Aromatisch. Diese Note Orange. Mhm. Sehr lecker. An was erinnert mich das? An Mauam. So ein bisschen, ja, stimmt. Voll an Mauam. Von der Konsistenz, Mauam Orange. Aber vom Geschmack weniger. Mit dem Orangengeschmack auch. An diesem orangen Mauam. Mm. Ja. Voll. Aber durch die Mandeln wird es halt dann wieder anders. Durch meine Mandeln? Immer noch. Total voll mit Puderzucker. Ich auch. Ich habe es überall hängen, ey. Auf der Nase. Hoffentlich kommen wir beim Nachhauseweg nicht in der Polizeikontrolle. Ja. Alle drei so. So. Haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Nein. Überhaupt nicht? Das klebt überhaupt nicht. Doch. So, jetzt habe ich noch was sehr Lustiges für uns. Nacktfoto von dir. Achso, Fotos. Das, was wir jetzt gerade sehen hier. Das ist übrigens Elafonisi, heißt das. Und das ist die südwestliche Spitze von Kreta, die dann so eine relativ lange, fast karibisch anmutende Sandstrecke hat irgendwie. Und man muss da relativ lange fahren ins Gebirge, um da hinzukommen. Schreibt die Community hier. Ja? Ja, wie ist die Stimmung gut. In den Kommentaren? Können wir noch ein bisschen essen? Auch will, Schildkröte unten, schön, Neid. Genau, lala. Also haben wir noch ein paar Minuten Zeit zum Essen, liebe Zuschauer? Geil. Oh mein Gott, wow. Ein paar Sachen haben wir noch. Was? Was neben Sensorfleck, Rumpel? Pass auf, hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier hinten will auch. Da müssen wir jetzt mal näher ranfahren mit dem Erz. Genau. Was? Hier, das ist ein Erz, so. Sieht man einen Burger-Gum, also man sieht hier so einen Hamburger. Alter, das kann dem Walle nicht geben, Alter, der haut sich gleich hunderten rein. Da habe ich extra für jeden von uns mitgebracht, steht auch extra drauf, Ketchup-like-Liquid-Filled. Ketchup-like-Liquid-Filled, ich habe selber auch noch nicht probiert. Hier, Walle. Ach, cool. Ich kann nicht sagen, dass sich das verlockend anhört. So. Ich komme mal wieder zu euch rüber. Sieht auf jeden Fall schon relativ widerlich aus. Muss man sagen. Ja, das ist geil. Sieht aus wie ein kleiner Nippel. Das ist einfach ein Kaugummi, ne? Ja, der riecht sehr erdbeerig, ne? Mhm. Boah, ist der hart. Was sind die alt? Boah, das schmeckt nach Melone. Die Füllung ist total lecker. Melone. Boah. Das ist nicht das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Oh, das ist ein Center-Shock. Der hat einen sauren, sauren Kern. Boah, okay. Das schmeckt wie ein altes Huba-Buba mit Melonenfüllung. Am geilsten finde ich der Huba-Buba-Apfel und Huba-Buba. Ich finde, wir sollten das jetzt auch mit dem Mikrofon, wir haben alle Mikrofone, also sollten wir richtig mit offenem Mund schmatzen jetzt. Ja. Let's schmatz. Willkommen. Am Freitag Abend schrieben, ne? Verstehst du? Okay, ich habe ihn wieder rausgetan, weil sonst schmatzen wir ja wirklich den Laden voll, es muss nicht sein. Boah.
Aber also, wenn man das jetzt noch mal angucken möchte, wie der Burger jetzt aussieht. Oder so ein Zahn von dir drin. Ja, hallo. Das sieht aus wie Zahnfleisch. Das ist, wenn ich immer so ekelhaft, wenn du in der Stadt rumrennst. Ja, und die spucken ja Kaugummi über. Ey, das ist so assi. Warum nicht ein Kaugummi eben da? Es gibt doch so viele Mülleimer. Und dann hast du da 5000 Kaugummis auf dem Boden. Die in den Köln können die schon nicht mehr wegmachen, weil das zu teuer sein wird. Jolly Joker in Braunschweig, das war so eine Disco. Und da haben alle ihre Kaugummis auf dem Boden geschwungen. Dann hast du einen unterm Schuh. Bis der so ein eigener Belag war quasi. Wow. Der ganze Boden war aus einem riesen Kaugummi. Ich habe hier noch einen anderen, der heißt Destroyer. Und der ist auch Lava, Liquid Lava Filled ist der. Den nehme ich. Ja, probier ihn mal, weil ich, davon habe ich nicht so viele. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich wollte den nicht aber einfach nur probieren. Ja, wir sind ja gespannt, wie du reagierst. Hätte ich mal bloß nichts gesagt. Ja, also es ist nichts. Du so euphorisch warst, den nehme ich. Das ist mir echt eine Rätsel gerade. Alter, guck mal bitte rein. Können wir da mal drauf zoomen? Vielleicht ist der doch. Der schmiert sich da so ein bisschen. Naja, wenn ich will, der hat schon. Ne? Der schmiert sich da so ein bisschen ab. Alter, das sieht aus wie irgendwas, was er aus dem Körper geholt Alter, hat. Das sieht aus wie ein Lavabrocken einfach. Essen, essen, essen. Das ist ein Kaugummi, essen, ja, das ist ein Kaugummi. Essen, essen, essen. Essen ist in der Nähe von Köln. Nee, ist in der Nähe von Alter. Du musst ihn in die Mitte auch erbeißen. Was ist diese Lava-Füllung? Ist jetzt extrem sauer oder so? Guck mal seine Augen. War schon mal lecker. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Damn it. Es ist so ein bisschen wie Center Shock, aber den anderen lecker. Gegessen. Der tut doch nur so. Oh, nee, ist wirklich lecker. So, was haben wir denn noch? Achso, ja genau. Dann haben wir noch, das ist das letzte eigentlich schon. Oh wie ja, gesagt, zum Glück. Das sind einfach die typischen Baklava, die es eigentlich auch in der Türkei gibt. Mm-hmm. Kennen wir auch, so, haben wir schon so. Unsere Erfahrung mitgemacht. Ja, das ist eine griechische Baklava, ist also so Blätterteig-ähnliches Zeug mit Nüssen, Honig, Pistazien, was aber auch immer. Aber jetzt mal ganz unter uns, jetzt wo die ganzen Sachen so durcheinander, merkst du schon im Bauch so ein bisschen, dass du hier irgendwie ganz... Dass du ein Uso brauchst? Ja, genau. Da suchst du eine Ausrede gerade. Gönn mir nochmal einen Schluck. Nee, aber so viel haben wir jetzt ja nicht gegessen. Nee, das sind nur kleine, ganz kleine Portionen. Ist es noch ein Let's Eat Light. Light. Ich meine, müssen wir jetzt auch Light machen, das geht ja nicht so lange. Griechisch die Light. Ich kann jetzt nicht eine Stunde fressen hier. Alter, das klebt ja alles da drin. Komplett, ey. Mhm. Also das ist auf jeden Fall nicht einfach zu essen. Also wir haben unterschiedliche. So, ich habe natürlich die Arschkarte gezogen. So. Du hast die Arschkarte gezogen? Ja, guck mal meine. Ja, aber das ist ungefähr ähnlich. Hier so. Okay, halten wir zusammen. Boah, alle klebt. Drei Würstchen zusammen. Alle drei zusammen. Köstlich. Hey, also mit Rotation. Alter, klebt das. Aber es riecht gut, muss man sagen. Meine riecht wie Weihnachten. That's what she said. So. Also dieser Zimtgeruch und so. Mm. Aber ich finde es trotzdem lecker. Also man kann nicht viel davon essen, aber es ist trotzdem echt lecker. Mm. Mm. Mit Mohn. Mm. Ganz ist mit Mohn. Warum schmeckt nach Mohn? Meins ist mit Nüssen ist bei mir. Meins ist mit Spekulatius. Auch geil. Stimmt, es hat so ein bisschen Spekulatius. Mm. Alter, aber die Nähe zur Türkei ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Nö, und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, nach diesen vielen Jahren sollten die Türken und die Griechen auch mal das Kriegsbeil begraben. Ja, ich glaube, das machen ja die meisten auch. Hm. Ich begrabe eine Sache kann ich noch erzählen. Und zwar, wenn man im Restaurant ist in Griechenland, dann sagt man ja normalerweise To loyarismo parakalo, was so viel heißt wie die Rechnung bitte. Und einer von den... Ja, genau. Und einer von den Kellnern dort hat mir dann gesagt, also die richtigen Griechen, und wenn man mal einen Lacher haben möchte, dann sagt man nicht eben die Rechnung bitte, sondern man sagt Lipiteri, was so viel bedeutet wie, glaube ich, dass man traurig ist, dass man jetzt zahlen muss. Also bin ich auch immer. Man ist traurig, weil etwas von einem geht, sozusagen. Hm. Und ich habe das dann mal tatsächlich ausprobiert, weil es kann ja immer sein, dass einem auch jemand irgendwie gerade so einen Blödsinn erzählt. Und zwar vorsichtig ausprobiert. Und die Reaktion ging dann von überhaupt gar keine Reaktion, weil das dann vielleicht keine echten Griechen waren oder so, die uns da bedient haben, zu einem Lachanfall. Und einer hat dann so, nice. Ja. Hier sieht man noch bei dem Foto übrigens, dass man hier sieht, dass auch nochmal dieser Elafonisi am Abend, eigentlich eine schöne Stimmung. Schön. Und das ist einfach wirklich in der Jahreszeit. Aber ich freue mich auch so, dass du wieder da bist. Ne? Ja, muss danke. Man auch mal sagen. Kalten Regen schön, dass der Rubi wieder hier
hier mit kalten, verregneten. Schön, dass du mit uns leidest jetzt. So, und du hast ja auch noch was anderes. Also jetzt vielen Dank auch für diese tollen Sachen. Sehr geil. Also was hat euch jetzt am besten gefallen? Ganz ehrlich, ich fand am besten, mit jetzt ganz ohne Scheiß, die Oliven fand ich sehr gut. Das waren wirklich sehr gute Oliven. Lecker, da hat man echt gemerkt, dass es... das, ich mag auch das Baklava ganz gerne, wobei ich jetzt da nicht mehr viel essen kann von, weil ich jetzt merke, so... Ich hab's gerade weggehauen. Das sieht irgendwie aus wie so eine Plastikschlacht hier gerade. Ist es aber die gar nicht. Aber die Mandeln fand ich auch am leckersten. Ja. Und dann fand ich die Cheetos halt auch gut, aber die Cheetos sind halt das Ungriechischste. Aber ich muss sagen, Oliven in dieser Umwang, dafür, dass ich mal keine Oliven gemocht habe, muss ich echt sagen, Wahnsinn, dass die mir jetzt sehr gut schmecken. Also es hängt auch wirklich davon ab. Komm, zum Nachtisch nimm dir noch einen. Hast du verdient? Vielleicht hier? Nee, danke. Komm, hau rein. Achso, ich könnte vielleicht mal gerade jemanden aus der Regie bitten, mir den Briefumschlag und den Zettel darunter zu reichen, weil den habe ich tatsächlich vergessen, jetzt gerade mit vor die Kamera zu nehmen. Ich würde mir gerne die Hände waschen, ehrlich gesagt, aber... Ja, das können wir jetzt gleich in der Pause. Wir haben ja gleich eine Werbepause. Haben wir denn noch ein Foto oder waren das alle Fotos aus der Regie? Wo ist das Nacktfoto? Das war alles. Du wolltest ein Stripperfoto, wolltest du doch. Da kommt der Nick und bringt mir den nächsten Niki, komm rein. Nein, komm rein, Niki. Niki, kommst du ran? Niki, einmal kurz hier, halt mal deinen Kopf in die Kamera. Dankeschön. Das ist der Niklas. Alter, da gehen wir doch rückwärts raus. So, denn... Willst du das anmoderieren oder so? Doso. Wir haben ja die Minecraft-Auswahl betrieben. Ja. Welches ist jetzt die Kamera da? Nee, das ist eigentlich dein Ding hier. Nix, so. Ne? Du bist doch der Master auf... Also ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, was die Kriterien sind für eine Auswahl. Wir haben uns alle Karten natürlich angeguckt. Teilweise hatten die also mit Screenshots, teilweise mit Videos, das ist egal, das ist beides völlig legitim. Hast du schon gesagt, dass es um den Turmbau zu Babel geht? Ja, Turmbau zu Babel. Habe ich auch gerade nochmal reingeworfen. Okay, gut. Genau. Also, ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, welche Karten, weil es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, warum ist die Karte nicht genommen worden? Das liegt vielleicht daran, weil manche Karten einfach einen Bereich extrem gut gemacht haben, aber dafür vielleicht einen anderen außer Acht gelassen haben und der ist für uns vor allen Dingen in der Show relativ wichtig. Also, zuerst geht es um das Design natürlich, wie sieht die Karte aus, ist sie schön, ist sie nicht so schön, sind die Materialien von Minecraft ganz kurz, intelligent? Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, für die, die vielleicht gar nicht das Gewinnspiel mitbekommen haben, was wir da eigentlich mal überhaupt gemacht hatten, weil das ist ja jetzt schon 3 Wochen her knapp und wir hatten ja ein Gewinnspiel gestartet, Turmbau zu Babel, ihr kennt die Map vielleicht, haben ja Rumpel und Nitrado gemeinsam produziert, wo ihr diesen Turm bauen müsst, das andere Team muss ihn sprengen, es gibt 2 Teams, die gegenseitig fighten und die einen müssen halt ganz hoch in den Himmel kommen quasi. Naja, und das Ding ist, bei dieser Turmbau zu Babel Map wurdet ihr jetzt gefragt bei dem Gewinnspiel, ihr kriegt dafür ein halbes Jahr Server, die Gewinner, ne? So war genau. Das von Nitrado, dass ihr auch Turmbau zu Babel Karten machen könnt. Ja, und genau das haben wir uns dann überlegt und das ist jetzt im Prinzip dabei rausgekommen. Es wurden richtig geile Sachen eingeschickt und der Rumpi, der hat auch viele Karten halt unter die Lupe genommen, jetzt wo er wieder da ist, weil er kennt es ja aus, er hat es ja mitentwickelt und er hat jetzt so ein paar Punkte, Kritikpunkte und positive Punkte, weil, wie gesagt, manche Punkte, die haben super geile Karten gemacht, aber Gameplay-Punkte außer Acht gelassen und das erklärt er euch jetzt. Aber das, was halt wichtig ist dabei, wir haben jetzt die erste Karte, wir haben insgesamt 3-mal diesen Sieg, das heißt im Lauf der nächsten 6 Wochen, glaube ich, gibt es noch 2-mal die Möglichkeit, auch diesen Preis zu gewinnen und seine Karte einzusenden oder nochmal zu verändern. Also, das erste ist Design, sieht die Karte gut aus, das ist ja klar, das ist das Offensichtlichste irgendwie. Dann auch wichtig, das Lichtdesign. Wie sieht die Karte eigentlich aus, wenn es dunkel ist? Das gibt nämlich einige Karten, die wurden eingesendet, die sahen total gut aus, wenn es Tag ist. Aber sobald das Licht aus war, hat man überhaupt nichts mehr gesehen. Das ist wichtig für uns auch im Stream, sonst sieht man ja gar nichts, was die Leute machen. Also guckt da nochmal drauf. Dann das Setting. Ist es das gleiche Setting wie die Karte, die wir eigentlich schon hatten bei Turmbau zu Babel? Also eine Insel mit Wasser rundherum? Oder wurde da irgendwie kreativ dran gegangen? Sind da neue Settings draus entstanden, die vielleicht noch gar nicht bedacht hatten und die uns überraschen können. Dann ganz wichtig, das Level-Design. Da hapert es bei den meisten Karten noch, muss ich sagen. Wie sieht es aus mit den taktischen Möglichkeiten? Wie sieht die Wegführung aus? Das heißt, die Spieler müssen auch, wenn sie aus ihrer Lobby rauskommen, irgendwie den Weg finden können. Relativ einfach. Die dürfen sich nicht irgendwie verirren oder so und gar nicht mehr wissen, wo sie hin müssen. Das ist wichtig. Ihr kennt die Karte natürlich gut, aber die ganzen Spieler, die das erste Mal die Karte sehen, kennen die gar nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie so ein bisschen die Richtung. Deshalb ist zum Beispiel bei der Karte, die wir am Anfang oder bisher immer gespielt haben, ist halt dieser eine Steg in Richtung des gegnerischen Lagers und in Richtung des Sandlagers eigentlich ganz offensichtlich gewesen.
Dann die Sanddistribution, ist sie gerecht und kann sie auch gefunden werden? Es gibt Karten, da ist der Sand so weit verteilt über die Karte, dass es wahrscheinlich mehrere Stunden dauern würde, bis die Spieler überhaupt den Sand finden könnten. Und das ist natürlich auch nicht gut. Wir brauchen eine Karte, wo die Spieler relativ schnell zu dem Sand kommen können, den abbauen können und wo es dann auch irgendwie um die Wurst geht, wo die Spieler sich gegenseitig irgendwie, weiß ich nicht, bekriegen können und eben sich den Sand abjagen können. Und die Größe an sich, es gibt Karten, die sind viel zu groß. Das heißt, wir können dort nicht innerhalb von einer halben Stunde, wie wir jetzt eben hier im Stream haben, die Karte bespielen. Das bräuchte wesentlich länger. Das ist also auch. Ja, gerne. Ist es technisch eigentlich auch, dass es vier Teams geben würde? Das geht deshalb momentan nicht. Es ging natürlich technisch, aber wir haben das Ganze ja programmiert. Wir haben das Ganze als Plugin programmiert und das ist eben auf zwei Teams ausgelastet momentan. Und finden die Teams zusammen? Also gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Teams wirklich aufeinandertreffen? Es gab Karten, da waren die Sandbereiche so abgetrennt voneinander, dass jedes Team im Endeffekt für sich baut und dass nur noch ein Wettkampf ist, wer schneller ist. Es ist viel interessanter, wenn die Teams zusammenkommen an einen Punkt, dort sich bashen und um den Sand kämpfen. Und als das fünfte, und da gab es leider auch ein paar Karten, die sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Das heißt, die unsere Redstone-Konstruktion abgebaut haben, sodass es für uns ein riesiger Aufwand gewesen wäre, den nochmal wieder neu reinzupacken. Insofern, das wären die Kriterien. Und jetzt kommen wir zur Laudatio, zur ersten Karte. Und Gronkh, da müsstest du auch bitte ankommen. Ja, der Gronkh hat mal bei Twitter gecheckt, musste lachen. Was war denn so lustig? Nee, ich musste über die Aussage. Das mit der Kamera ein bisschen. Ich musste gerade über die Aussage lachen. Setz mal dahin. Komm doch mal hier hin, lieber Gronkh. Oder wir rutschen einfach durch. Ich muss über die Aussage lachen. So, warte. Stell ich den Schuh kurz dahin. Ich muss über die Aussage lachen, dass Leute die Redstone-Leitung abgebaut haben. Das ist total doof. Also da müsst ihr doch mal gucken. Der Rumpel will uns eine Laudatio vorlesen. Nee, wir lesen die jetzt zusammen vor. Nee, der Rumpel macht das. Nee, wir lassen. Ich habe extra drei. Hast du extra drei? Ja, komm, hau raus. Du machst den ersten. Bist du anfangen? Oder ich fange auch gerne an, dann kannst du ein bisschen Luft holen, was du gerade erzählt. Also, bitte die Musik ab für die erste Gewinnerkarte. Der erste Gewinner des Turmbau zu Babel Gewinnspieles ist. Es ist ein Name! Ein Spieler! Kennst du das nicht, wenn die es machen im Fernsehen immer? Einer hat gewonnen! Und der Name ist. Ein Name, der hier steht. Ein etwas anderer Name. Des Gewinners! Es herrschen raue Sitten! Alter. Mach das anders! Nach der Werbung! Nein, okay. So, der Name des ersten Gewinners ist Raul Anders! Haha, Raul, du bist es! Und das Setting ist durch die fliegenden Inseln gut von der Originalkarte abgesetzt. Der riesige Baum ist als zentrales Element und Kampfschauplatz nicht nur toll anzusehen, sondern bietet auch Möglichkeiten zur taktischen Vorgehensweise. Ein Geheimgang bietet außerdem eine gute Chance für einen Überraschungsangriff. Ich habe das ja nicht geschrieben, deswegen weiß ich das genau. Nicht auswendig. Ich lese mal den nächsten Form. Der einzige Wermutstropfen war die Beleuchtung, das hatte ich ja gerade angesprochen, der Karte, die kaum bis gar nicht vorhanden war. Bei Nacht wird die mittlere Insel stockdunkel und die Wegfindung wird schwer bis unmöglich. Designtechnisch eine vergebene Chance. Ist doch ein von innen beleuchteter Baum eine echte Augenweide. Oh ja. Augenweide, hörst du die Kraft, ne? Wir haben deshalb den Bereich mit einigen Fackeln ergänzt. Na, dann will ich auch mal. Insgesamt sticht diese Turmbau zu Babel-Map durch ein gut umgesetztes, alternatives Setting hervor, welches auch spieltechnisch durchdacht ist. Die gerechte Verteilung von Sand sollte ein spannendes Spiel abliefern. Herzlichen Glückwunsch an Raul Anders und viel Spaß beim Türmebauen. So, und jetzt, die E-Mails sind alle schon rausgegangen. Loggt euch ein in den Server und wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Und zwar wird dann gespielt. Turmbau zu Babel. Und jetzt kommt die Zwischensequenz. Eine etwas andere.